Hallo aus Wilmington in Delaware, der zweite Tag des FedEx Cup Playoff Turniers. Der BMW Championship ist noch nicht ganz vorbei. Für Sepp Straka ging es leider ein bisschen in die falsche Richtung. Ich habe wieder kurz mit ihm gesprochen. Was er zu sagen hatte, schauen wir uns jetzt mal an. Sepp, dasselbe Ergebnis wie gestern. Hat sich irgendwie anders angefühlt oder ist das Fazit dasselbe wie gestern? Sehr ähnlich wie gestern. Den Ball okay getroffen, nicht so gut wie gestern, aber einfach das Scoring war wirklich schlecht. Der Putter war eiskalt. Einen Birdie-Putt habe ich gleich gelocht und ja, der Putter war einfach eiskalt heute. Wie schwierig sind die Grüns heute gewesen? Du hast gestern gesagt, du hoffst, dass sie aufgrund der frühen Startzeit ein bisschen weicher sind heute vielleicht? Ja, wieder ziemlich hart, aber ja, wird sich Sonntagnachmittag wird sich wirklich hart spielen. Also er ist in wirklich gutem Zustand und das ist ein guter Test. Ich habe heute außerdem mal versucht, ein paar Bilder einzufangen, um euch zu zeigen, wie verbaut das hier alles ist. Zum Beispiel an der 1 der Abschlag so ein bisschen erhöht. Dadurch staut sich das da alles natürlich ein bisschen. Besonders gut sehen kann man am ersten Abschlag nicht. Ist vielleicht so ein bisschen ein Nachteil. Die Spieler müssen dann über eine Brücke gehen, um aufs Fairway zu kommen. An der 17 bzw. zum 18. Loch hin, zum 18. Abschlag hin, müssen sie wieder über eine Brücke. Und es gibt unendlich viele Übergänge hier über die Fairways, weil der Wilmington Country Club, der zum ersten Mal so ein großes Turnier ausrichtet, ja, in seinen Ursprüngen 1901 nicht unbedingt dafür gebaut wurde, hier den FedEx Cup zu beherbergen. Aber trotzdem macht es einen Riesenspaß, hier dabei zu sein. Es waren heute noch mal einige Fans mehr da als in den letzten Tagen. Ich werde mal versuchen herauszufinden, wie viele genau. Und ja, die Leistungsdichte ist hier natürlich so hoch, dass bei jedem Flight viele Zuschauer mitgehen. Ein Publikumsliebling hier habe ich für mich etwas überraschend ausgemacht. Und das ist Rory McIlroy. Bei den ganzen Amerikanern, die hier mitspielen, müsste man ja denken, dass die meisten diese anfeuern. Aber nein, es ist Rory McIlroy, wo auch eben nach der Runde bestimmt 30, 40 Kinder standen und Autogramme haben wollten und eine Menge Leute in der Gruppe mitgehen, in der ja auch Sepp Straka gespielt hat. Und ja, aber es gibt hier eine große irische Gemeinde in Delaware, vielleicht liegt es daran. Und Rory liegt natürlich auch nicht schlecht vor dem Moving Day. Und wie der morgen läuft, das werde ich euch dann morgen berichten. Ich bin gespannt, wie das Wochenende läuft und freue mich darauf, euch morgen davon wieder zu erzählen. Bis dahin.